und herzlich willkommen. Mein Name ist Jan Baden und ich bin der Gründer und Geschäftsführer von der Firma Druckprozess. Ich habe das Unternehmen Druckprozess gegründet, um Industrieunternehmen dabei zu beraten, die Digitaldrucktechnologie in ihre Prozesse einzuführen. Ich heiße Sie hier herzlich willkommen, bedanke mich, dass Sie gekommen sind und ich bedanke mich auch bei der Vespa für die Einladung, hier diesen Vortrag heute halten zu dürfen. Das Thema sind die neuen Chancen und Möglichkeiten durch die Verwendung des Digitaldrucks für die Textilindustrie. Und wenn wir von neuen Chancen und Möglichkeiten sprechen, dann frage ich mich auch erstmal, was hat sich denn verändert? Zum einen die Kundenwünsche. Die Kunden möchten neue Designs, Mehrfarbigkeit, fotorealistische Darstellung, Unikate oder individuell designte Stücke. Damit einhergehen auch veränderte Auftragsgrößen. Bei individuellen gefertigten Sachen sind natürlich nicht mehr die großen Metragen das Thema, sondern kleine Stückzahlen und davon aber viele. Die Lieferzeiten verändern sich. Der Kunde möchte nicht mehr lange auf sein Produkt warten. Er hätte am liebsten heute bestellt und morgen geliefert. Bei den Umweltauflagen haben wir zwei Seiten, die sich verändern. Einmal, die Kunden fordern heute selber Zertifikate wie das Ökotex-Zertifikat oder GOTS. Auf der anderen Seite verändern sich aber auch die gesetzlichen Bestimmungen, wie zum Beispiel die REACH-Verordnung. Auf der Seite des Preises ist es so, dass durch Produkte aus Niedriglohnländern, wie zum Beispiel Schwellenländern oder den Entwicklungsländern, ein steigender Preisdruck herrscht, die Preise sind im Fallen. Von den Lager- und Frachtkosten ist es so, dass durch steigende Rohstoffpreise im Energiebereich auch dort die Kosten erheblich zunehmen und vom Transportwesen das Ganze teurer wird. Schauen wir uns einmal an, wie es mit dem konventionellen Druck ist. Bisher ist es so, das Design unterliegt einer Limitierung, einmal an die Farbigkeit, aber auch durch die Druckform von dem Rapport. Durch das erstmal die Druckform hergestellt werden muss, dort Kosten entstehen, ist das Druckverfahren, ist der konventionelle Druck, der Siebdruck oder Rotationsdruck eher dafür geeignet, mittlere bis große Losgrößen zu produzieren. Dadurch natürlich auch große Stückzahlen. Von den Lieferzeiten ist es so, es müssen erstmal die Werkzeuge hergestellt werden. Dann haben wir Rüstzeiten auf den Maschinen. Dadurch erhöht sich natürlich oder verlängert sich auch die Lieferzeit. Von den Umweltauflagen ist es so, die Umweltauflagen, die werden natürlich erfüllt. Auch die geforderten Zertifikate von den Kunden werden erfüllt. Aber es ist eine gewachsene Technologie. Und dort etwas zu verändern, ist auch nicht ganz so einfach. Vom Preis her ist es so, man hat eine direkte Vergleichbarkeit zu den Produkten aus den Niedriglohnländern. Dort zu argumentieren, dass der Preis höher ist, ist recht schwer. Und von den Lager- und Frachtkosten ist es so, dass dadurch, dass große Mengen hergestellt werden, möglicherweise auch Produkte im Vorlauf gefertigt werden. Also klassische Situation, man hat 10 Designs, davon laufen 2 gut und 8 nicht so gut. Trotzdem muss alles erstmal transportiert und auch eingelagert werden. Im Vergleich dazu schauen wir uns mal an, wie es beim Digitaldruck ist. Zum einen beim Design fallen die Rapportgrenzen weg. Man hat durch ein Farbmischsystem eine Mehrfarbigkeit oder Vielfarbigkeit, die im konventionellen Druck so nicht möglich ist. Fotorealistische Drucke sind möglich. Von den Stückzahlen ist es, dass man keine Werkzeugkosten mehr hat. Auch die Rüstzeiten fallen weg. Man kann quasi sofort losproduzieren. Dadurch sind Produktionen ab ein Stück, also Unikate,
individuell gefertigte Sachen möglich. Von den Lieferzeiten verkürzt sich auch dort der Zeitraum, weil man sofort loslegen kann zu produzieren. Die Umweltauflagen, die werden alle erfüllt. Auch die vom Konsumenten geforderten Zertifikate werden erfüllt. Und dadurch, dass es halt ein Print-on-Demand-Verfahren ist, hilft das auch so, die Umwelt bzw. die Ressourcen zu schonen. Vom Preis her ist es so, dass man neue Produkte herstellen kann. Man kann eine Einzelstückfertigung machen. Auch dort ist der Kunde bereit, einen höheren Preis für auszugeben. Man hat neue Produkte, neue Möglichkeiten und auch damit die Möglichkeit, neue Märkte anzugehen. Von den Lager- und Frachtkosten ist es so, diese Überhangproduktionen fallen weg. Dadurch sinken auch dramatisch die Transportkosten und auch die Lagerhaltungskosten. Wenn wir die Vorteile nochmal zusammenfassen, dann haben wir ein druckformloses Verfahren. Wir haben ein Farbmischsystem, bei dem die Farbküche wegfällt. Wir haben Print on Demand, es wird nur noch das gedruckt, was auch nachher tatsächlich zu dem abgegebenen Preis verkauft wird. Die Mass Customization ist möglich, also individuelle Produkte in der Massenfertigung. Das Ganze ist online-fähig, das heißt, die digitalen Daten liegen einmal vor und damit macht es auch Sinn, den Onlinehandel als Vertriebsweg zu nutzen. Das Verfahren ist nachhaltig und hilft somit, Ressourcen zu schonen, Rohstoffe, Wasser, Abfall und auch Abwasser. Was benötigt man für den digitalen Textildruck? Zum einen benötigt man eine digitale Bildvorlage, entweder aus einer Bilddatenbank, aus einer Designdatenbank oder aber auch ein digitalisiertes Design aus der eigenen Kollektion. Mit der Bildvorlage geht man in die Druckvorstufe. Dort wird die Druckvorlage erstellt. Dafür gibt es aber auch heute schon Software, die das Ganze vollautomatisch auch online für Sie erledigt. Dann geht die Druckvorlage in die RIP-Software. Die RIP-Software übernimmt die Farbsteuerung und steuert den Drucker an. Dann kommt das eigentliche Textildrucksystem. Weiter benötigt man druckvorbehandelte Ware. Der Unterschied zum konventionellen Drucken ist hier, wir haben einen Drucker mit einer Tintentechnologie und wir müssen das Substrat, sprich das Textil, auf die Tinte anpassen. Im konventionellen Drucken ist es so, man steuert das Ganze über die Farbpasten. Dort werden die chemischen Verbindungen so eingestellt, dass nachher das Druckergebnis so ist, wie man das gerne haben möchte. Anschließend braucht man noch eine Nachbehandlung. Das ist entweder eine Thermofixierung oder ein Dämpfen mit einem anschließenden Waschen und Trocknen. Welche Chancen bietet der digitale Textildruck? Einzelstücke, Kleinserien, Prototypen, Bemusterungen und individuell gefertigte Produkte sind möglich. Der Onlinehandel, damit verbunden auch der Direktvertrieb, der dem Produzenten auch dort wieder eine größere Wertschöpfung erlaubt. Das Print-on-Demand, das Einsparen von den Überhängen, die sonst mitproduziert werden. Man hat keine Werkzeuge mehr, die hergestellt werden müssen, keine Maschinen, die eingerichtet werden müssen, wo auch wieder viele Meter verloren gehen an Rohstoffen durch das Einrichten. Und die Werkzeuge müssen zum Schluss auch eingelagert werden. Auch das nimmt Kosten in Anspruch. Die Farbküche fällt weg und damit auch die Möglichkeit, Ressourcen und die Umwelt zu schonen. Wir haben eine kurze Fertigungszeit, das heißt, es kann
sofort angefangen werden zu produzieren. Wir haben kurze Lieferwege und, was bisher noch nicht genannt wurde, es besteht die Möglichkeit eines hohen Automationsgrades. Viele der Prozesse lassen sich heute automatisch abbilden. Das hilft, Personal einzusparen. Es muss kein neues Personal eingestellt werden. Für wen ist der digitale Textildruck geeignet? Alle Vorteile, die ich eben genannt habe, sind für alle, die in diesem Bereich oder sich mit diesem Bereich auseinandersetzen und da rein investieren wollen, zu gleichen Teilen gültig. Das ist zum einen der Textilhersteller, eine klassische Weberei oder Würkerei, um eine Kleinserie zu machen oder aber neue Produkte seinen Kunden anzubieten. Das kann sein der Textilveredler, der auch das Gleiche machen möchte, neue Produkte seinen Kunden anbieten möchten oder einfach aber auch sich technologisch erweitern. Konfektionäre im technischen Bereich, die individuelle Produkte machen wollen, wie zum Beispiel Sonnenbeschattungen für Sonnenschirme, Markisen. Auch da ist es interessant, in die Investition in eine Digitaldruckanlage nachzudenken. Auf der anderen Seite stehen die Lohndrucker, die bisher konventionell ihre Drucke herstellen. Auch da die Erweiterung in die Technologie. Textilhändler, momentan vornehmen im Heimtextilbereich zu finden. Auch dort die Unabhängigkeit von dem Lohndrucker und um eigene kleine Kollektionen schnell und kostengünstig ihren Kunden anbieten zu können. Dann haben wir Bekleidungsunternehmen. Auch für Bekleidungsunternehmen ist es interessant, für die Bemusterung dort Digitaldruckmaschinen einzusetzen, weil dort die Lieferwege auch relativ lang und teuer sind. Und so kann man doch recht kostengünstig und vor allem schnell Musterkollektionen erstellen. Welche Stoffe können denn heute digital bedruckt werden? Es gelten im Grunde genommen die gleichen physikalischen und auch chemischen Bedingungen wie im konventionellen Druck. Wir haben die Kombination an Farbstoffklasse und Faserart und die müssen miteinander korrespondieren. Wir haben auf der einen Seite die Reaktivfarbstoffe, mit denen bedruckt man üblicherweise Baumwolle, Wolle und Seide, Viskose und Leinen. Bei Wolle und Seide ist aber zu beachten, dass dort eine spezielle Textilvorbehandlung erfolgen muss. Mit dem Säurefarbstoff wird üblicherweise Polyamid, Wolle und Seide bedruckt, mit Dispersionsfarbstoffen, Polyester und je nach Anwendung auch Polyamid. Mit Pigment lassen sich die meisten Faserarten bedrucken, weil aber hier der Farbstoff oder das Pigment nur oben auf der Faser aufsitzt, ist es auch dort eine Frage an die Echtheiten, die das Produkt nachher erfüllen muss. Was muss sonst noch beachtet werden? Ganz wichtig ist eine ausführliche Planung. Im Grunde genommen ist jede Inbetriebnahme von einer Digitaldruckmaschine bei einem Textilunternehmen ein eigenes Projekt, wo Besonderheiten ausgearbeitet und beachtet werden müssen, damit man nachher keine böse Überraschung erlebt. Es muss die richtige Auswahl der Technologie erfolgen. Das ist die Druckkopftechnologie, die Tintentechnologie, die Materialführung, die Warenbreite, die richtige Software, all diese Dinge, die nachher zusammenspielen und auch die Nachbehandlung. Eine gewisse Vorlaufzeit sollte beachtet werden. Mitarbeiter, die bisher noch nicht mit der Digitaldrucktechnologie vertraut sind, denen sollte dort die Möglichkeit gegeben werden, auch im Vorfeld durch Schulungen sich mit der Technologie entsprechend auseinanderzusetzen. Neue Vertriebswege sollten auch bedacht werden. Zum einen für das eigene Unternehmen, die eigenen Mitarbeiter, aber auch auf der Kundenseite. Klassische Kunden, die
schon ihre Vertriebswege im Unternehmen gewöhnt sind, auch die müssen auf ein neues Vertriebsmodell erstmal herangeführt werden und sich damit auseinandersetzen. Zusammenfassend kann man sagen, dass wenn man alle Vorteile oder wenn man alles, was der Digitaldruck bietet, mit dem konventionellen Druck vergleicht, dass die Vorteile überwiegen. Aussagen wie der Digitaldruck, der ist zu langsam, haben heute keine Gültigkeit mehr. Sie sind heute hierher gekommen, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist ein erster und wichtiger Schritt. Der Digitaldruck wird nicht kommen. Der Digitaldruck ist bereits hier. Und der Digitaldruck wird uns allen helfen, Produktion aus dem Ausland wieder nach Europa oder nach Deutschland zu holen. Ich bedanke mich nochmal, dass Sie hergekommen sind. Und ich würde mich freuen, wenn Sie Fragen haben, dass wir im Anschluss noch die Gelegenheit haben auf ein kurzes persönliches Gespräch. Vielen Dank.